Hallo Jungs, ich bin Marc und wir sind in Sevilla in Spanien. Heute wir lernen ein bisschen Spanisch. Und unser Thema ist die Pronomen. Also wie ich, du, sie und so weiter auf Spanisch. Ja, das ist ein ganz kurzer. So, fangen wir an. Also, ich auf Spanisch ist yo. Yo. Okay? Du, weil auf Spanisch, wir haben den Unterschied zwischen, also wir Deutsch, du und sie, sie haben das auch. Diese du, das ist tu. Tu. Oder, wenn man sagt sie, sie singular, das ist usted. Usted. Okay. Dann, wir haben sie, wie also die Frau, sie, diese sie, sie ist ella. Ella. Dann, wenn wir sagen er ist el. El. Dann wir haben wir. Wir ist nosotros. Nosotros. Dann wir haben ihr. Ihr ist vosotros. Vosotros. Aber es ist wichtig, diese vosotros, man benutzt nur in Spanien. Wenn man in Südamerika ist, so Zentralamerika, sie benutzen das nie. Es ist nur, es gibt nicht. Okay? Sie wissen, man sagt vosotros, was? Ja, sie wissen, aber sie benutzen das nicht. So, vosotros, man muss es nicht lernen. Okay, dann wir haben sie, aber sie wie also sie formal, für mehr sie, für drei, vier Leute, ich spreche mit drei, vier Leuten und ich sage sie, das ist ustedes. Ustedes. Und dann wir haben sie wie, also wenn wir haben nur Frauen, diese sie, das ist ellas. Ellas. Und dann, wenn wir haben eine Mischung von Männern und Frauen oder nur Männer, dann wir sagen, diese sie ist ellos. Eos. Okay, so machen wir eine kleine Wiederholung. So, ich, yo. Yo. Du, tu. Tu. Okay. Sie, singular, usted. Usted. Dann wir haben er, el. El. Sie, also eine Frau. Sie, diese sie ist ella. Ella. Dann wir, nosotros, nosotros, ihr, vosotros, vosotros. Dann, wir haben sie, plural, ja, diese sie, mit 40 Leute, das ist ustedes, ustedes. Und dann, wir haben sie wie Männer, nur Männer oder Mischung von Männern und Frauen, das ist ellos, ellos. Und dann, wenn wir sagen sie, aber nur Frauen, das ist ellas, ellas. So, viel Glück, also buena suerte mit seinem Spanisch. Wir haben mehr Videos für Spanisch für Deutsche, Portugiesisch für Deutsche, Englisch für Deutsche an unserer Webseite www.waltersworld.com. Und wir haben auch viele touristische Videos, für was man aufmerken muss und so, wenn man in Sevilla ist oder Spanien oder irgendwo. So, viel Spaß und wir sehen uns. Tschüss.